Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 27.01.2020. Und man muss sagen, unser DAX hat eigentlich das bullische Szenario schön ausgespielt zum Freitag. Das sieht so gesehen, wenn man mal rein auf den Chart guckt, vom DAX gar nicht so verkehrt aus, weil er ja schön auf unserer Route steht. Ich befürchte bloß, dass die Bären hier auch recht gute Karten haben, weil wir ja hier letztendlich auch mal auf die Amerikaner schauen müssen. Ich mache das nicht gern, aber ab und an muss man das tun. Wenn das dann doch so auffällig ist wie jetzt zum Freitag. Wenn wir nämlich hier schauen, was unser DAX machen sollte zum Freitag, hat man ja gesagt, wenn er hier über die 500 noch drüber geht, also das wäre ein wichtiger Widerstand, ne, an dem man gut kämpfen könnte. Wenn er aber drüber geht, dann hätte er gute Karten, sich hier oben eben reinzuwerfen. 550, 560, 600 bis 640 sogar. Kleinen Rücklauf dann nochmal zu bringen, hier auf die 510, so in den Dreh rum 500 nochmal von oben abdippen, dann nach oben stoßen. Soweit, so gut. Alles in Ordnung. Sieht auch erstmal nicht schlimm aus, ne? Also sieht eigentlich sogar recht zuversichtlich aus, dass er weiter hochkommt. Aber wenn wir schauen, was die Amerikaner gemacht haben, können wir mal gucken, ob wir hier mal einen von den Kollegen mal draufgezogen kriegen. Muss man schon sagen. Ah, das ist eine komische Mischung, ne? Also. Ich hätte gern den S&P mal gesehen. Wenn wir da nämlich schauen, wie der zum Abend weggerutscht ist und vor allen Dingen, wie jetzt der, also das ist mir eigentlich das Wichtigere hier. Nicht nur das, na, diese rote Tageskerze, sondern damit auch die Wochenkerze. Der ist auf Wochenschluss rausgegangen, meine Freunde. S&P auf Wochenschluss rausgegangen hier mit einer richtig ekligen Kerze. Dow Jones auch recht schwach rausgegangen. Der Nasdaq schwach. Die Amerikaner alle durchweg schwach. Und unser DAX jetzt hier gerade im Höhenflug. Sowas ist immer gefährlich, weil hoch zu, wenn die Amerikaner machen, das kann unser DAX ganz gut, dass er dann einfach nichts macht, unser Seite pendelt, ne? So kennen wir den. Aber wenn die Amerikaner richtig ins Strudeln kommen, ist unser DAX eigentlich nicht so der Typ, der dann einfach zur Seite stehen bleibt. Wer vielleicht auf die Wochenendindikation geguckt hat, der sieht auch schon, dass der DAX ein bisschen tiefer taxiert wird. Das muss nur nicht so gravierend kommen, wie das ist, aber Stand jetzt geht man schon davon aus, dass unser DAX eher in den Bereich hier zum Montag reinkommen wird. Und das wird dann ein bisschen brenzlig, ne? Da müssen wir auch sagen, geht er dann hier voll aus seinem Muster halt raus, nimmt es wieder nicht auf und dann, das wird gefährlich. Denn eins können wir hier festhalten, wir haben hier eine super Unterstützung zwischen 350 und 400, ne? Man kann letztendlich sagen, das ist eine gute Supportzone, wenn es der DAX schafft, daraus wieder hochzudrehen, hatte gute Karten sich auch, weil er sich ja so gut gehalten hatte, hier komplett einfach wieder nach oben zu drücken, ne? Einfach so eine Range zur Seite zu schieben. Aber man muss eben auch sagen, wenn der drunter fällt, und da würde ich hier tatsächlich dann die 360 ausmachen, sollte man erstmal mit mehr rechnen. Dabei ist die 300, die 285 ganz wichtig, wie auch die 250, 60 hier, ne, wo er hier aufliegt. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal schon mal einen Trigger mit reinnehmen, können sagen, wenn der hier drunter geht, unter die Tiefs hier, hätte er schon Potenziale hier echt noch abgegeben zu werden. Na, das heißt, hier jetzt einfach so als Trigger das mit ran. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die 300, die 285 hier auch schon eine recht starke Marke ist. Auch wenn man das aus dem Stundenchart jetzt nicht so raussieht, ist hier hinten so ein markantes Hoch. Sehen Sie das hier links, diese 285? Sowas mag der DAX eigentlich, wenn er von der anderen Seite kommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er von 280 locker auf 360 nochmal anziehen kann, ne? Das ist eine interessante Zone. Da wir aber hier auch den Kanal haben, den Channel und so weiter, sollte man im Blick haben, dass hier unten mehr zusammenkommt als hier oben, ne? Also so eine 250, 250, 260 ist hier schon eine gute Unterstützung und letztendlich eben auch die 1,90, 1,70. Halte ich für Montag alles realistisch, wenn der DAX unter der 350 hier wirklich wegeskaliert. Man müsste hier noch so ein bisschen im Blick halten, dass wir hier vielleicht zwei gleich lange Abwärtswellen bekommen, ne, die dann aber auch hier in dem Dreh 350, 360 enden könnten. Schafft es also unser DAX hier unten zu eröffnen, 360, 350, und drückt sich von da nach oben, macht grüne Kerzen. Aufpassen, dann kann er bis nach oben komplett wieder durchlaufen. Ne? Das heißt, wenn unser DAX jetzt den hier macht, wir frisieren das jetzt mal, wenn er jetzt den hier macht, ja, wäre das vollkommen legitim. Vollkommen. Ja. Das wäre dann einfach ein kleines Korrekturmuster, was man hier nach dem letzten Allzeithoch jetzt zur Seite geschoben hat. Einfach eine schöne ABC zur Seite.
Ne? 1, 2, 3 wähle ich, etwa gleiche Bewegungslängen. Da hätten wir hier um die 350, 360 so in dem Bereich. Und dann könnte er sich hochlegen. Übertreibt er das aber, drückt er das hier unten raus. Wie gesagt, nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir 285 haben, dass wir die 250, 260 haben. Grundsätzlich werden wir vermutlich mit einer sehr schlechten Ausgangslage in den Montag reinkommen. Das heißt, die Erwartungshaltung ist erstmal, dass er rote Kerzen generiert. Alles, was dem entgegenspricht, geht dann auf die Route hier. Ne? Im Sinne von grün, sobald da grüne Stundenkerzen reinkommen, der drückt und so weiter, gehen Sie davon aus, dass er sich ähnlich wie das, was wir hier gesehen haben, ne, was wir am Donnerstag, Freitag gesehen haben, dass er das Montag, Dienstag auch nochmal machen kann. Genau das Gleiche letztendlich nochmal. Ne? Das ist wichtig. Damit haben wir die wichtigen Zonen eigentlich im Bereich um 360, 350, 250, 285 und hier unten 1,90, 1,70. Das sind die großen Aktionsmarken Montag, Dienstag. Rücklauf, Punkte sind jetzt bei 4,90. Gelingt es dem DAX bei 400 erstmal nach oben zu eilen, ohne dass wir an der 350, 360 waren? Wäre 450 eine Short-Marke und die 490 wäre eine Short-Marke, bei der man dann sogar noch darauf spekulieren könnte, dass der DAX eben hier noch diese 350, 360 holt, ja? Die 450 ist von unten kommt ein harter Widerstand und die 490 ist ein harter Widerstand. Also wenn der Markt von unten dran läuft, ist es wahrscheinlich, dass er von den beiden Marken auch wieder nach unten dreht und weitere Schwäche entfalten kann. Was kann ich Ihnen noch mitgeben? Ja. Nee, eigentlich haben wir alles wichtig gesagt. Wichtig ist jetzt erstmal zu gucken, den kommen zu lassen. Wir können ja mal hier drauf gucken, damit Sie auch wissen, wovon ich spreche. Wochenendindikation im DAX. Wochenende. Wochenende. Nehmen wir mal hier irgend so einen Louis. Nehmen wir mal den oder was. Was habe ich jetzt hier? GR30. Ja, sehen Sie das hier oben? 13,45. Was die Wochenindikation, wie der DAX momentan hier jetzt indiziert wird, also um die 13.400 rum. Der Chart braucht sich jetzt nicht interessieren, das ist jetzt nur, sind jetzt nur die Wochenendkurse wichtig, ist der Kursstand, der momentan indiziert wird. Und wenn wir das gegenlegen zu unserem Close am Freitag, ist das schon ein Unterschied. Ach nee, Sie sehen es gar nicht, das ist zu weit oben aus dem Video. Ne, 5,8 hatten wir Close, 5,82 Close zum Freitag. Und die Wochenendkasse sagt jetzt hier, aktueller Stand jetzt Sonntag 13 Uhr, 13,45. Ne? Deswegen, lass mal erstmal kommen, schauen uns das ein bisschen an. Früh die ersten drei zucken, da muss man nicht gleich der Erste drin sein. Ne? Also, wer da jetzt Bock drauf kriegt, so ein Gap Close zu handeln, der könnte auch erstmal ein bisschen Schwierigkeiten bekommen in dem Moment, wo der DAX nochmal auf die 350, 360 unten zurennt. Ich kann mir vorstellen, dass er da einmal kurz drunter schlägt, ne? Also ein kurzes Tief unter der 360, weißt du, um die 350. Und wenn er dann nach oben drückt und wirklich zieht und da auch eine grüne Stundenkerze hinstellt, ich würde einen Long reinlegen, ich würde es nochmal drauf anlegen, probieren, ob er das dann schafft. Und wenn man dann ausgestoppt wird, ja, dann muss man sich unter dem Tief eben dann ausstoppen lassen und dann hätte der Markt nämlich noch Potenzial bis 285, 250. Ne? Könnte man im Zweifel dann sogar Short versuchen, ne? Wäre dann gar nicht so verkehrt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die 450, die 490 ist oben wichtig, unten ist die 360, 350 und ja, haben wir jetzt oft genug gesagt. Gucken wir mal noch in den Tagesschart. Ich bin sehr gespannt, wie der Markt wirklich am Montag reinkommt, weil, ich sag mal, so schlimm sieht das im DAX alles gar nicht aus. Die Amerikaner sind hier ein bisschen federführend, aber der kann natürlich nachrutschen. Hier haben wir halt den Punkt, ne, wir haben hier das mittlere Bollinger Band, bis dahin, hier sind auch die ganzen Tiefs der letzten Tage. Bis dahin ist alles okay, wenn der da drüber bleibt per Tagesschluss, denn wir sind jetzt im Tageschart. Bleibt der per Tagesschluss über der 350, ist erstmal alles okay, geht er aber drunter. Sehen Sie, hier ist nur eine ganz lange Kerze und jetzt, Sie sehen auch, die sind hier alle recht lang, so in dieser Bewegung, haben wir immer wieder lange Kerzen, immer wieder lange Kerzen. Das heißt, der Markt ist hier recht schwach unterstützt und kann eben auch schnell durchgereicht werden. Und da muss man schon sagen, wenn eben die 350 hier nicht halten kann auf Tagesebene, wäre dann schon fast mit 13.100, 13.150 rumzurechnen. Ne, also hier wieder einmal bis unten durchzulaufen. 13.130, 13.100. Das sind jetzt die Ziele, wo man sagen könnte, ab Tagesclose unter 350 könnte man auf eine 13.100 hinshorten. Na, das geht jetzt hier aus dem Tagesschart hervor, aber da würde ich auch erstmal den Montag noch abwarten lassen.
Wird so ein komisches Timing jetzt. Sie kennen das ja, am Montag reißt er manchmal, oder reißt der DAX eigentlich sogar recht oft, macht dann zum Dienstag noch so ein kleines Tief und drückt sich dann erstmal wieder nach oben. Das ist sehr übliches Verhalten im DAX. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns mal an. Wir arbeiten erstmal auf der kleineren Zeiteinheit. Den Tageschart gucken wir uns dann zum nächsten Tag nochmal an, also für den Dienstag. Und Sie nehmen das mal hier ein bisschen mit, dass das ein holpriger Start werden könnte. Ja? Gut, dann soll es das soweit von meiner Seite erstmal sein. Ich wünsche Ihnen maximale Erfolge, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Ciao.